Was haben diese Tiere gemeinsam? Vielleicht mehr, als du denkst. Zusammen mit mehr als 5000 weiteren Arten sind es Säugetiere oder Mitglieder der Klasse Mammalia. Alle Säugetiere sind Wirbeltiere, da sie eine Wirbelsäule haben. Aber sie unterscheiden sich von anderen Wirbeltieren durch mehrere Merkmale. Dazu gehört Warmblütigkeit, Körperbehaarung bzw. Fell, Lungenatmung und die Ernährung des Nachwuchses mit Milch. Trotz dieser Gemeinsamkeiten gibt es unter ihnen auch viele biologische Unterschiede. Und einer der bemerkenswertesten ist, wie sie ihre Jungen zur Welt bringen. Fangen wir mit der größten Gruppe an, den Plazentatieren. Diese Gruppe umfasst Menschen, Katzen, Hunde, Giraffen und sogar den Blauwal, das größte Tier der Erde. Die Walplazenta bildet eine stabile Scheibe aus blutreichem Gewebe, die sich an die Gebärmutterwand anheftet und den entstehenden Embryo versorgt. Die Plazenta hält das Walkalb während der Schwangerschaft am Leben. Sie ist direkt mit der Blutbahn der Mutter verbunden und leitet Nährstoffe und Sauerstoff über die Nabelschnur direkt in den Körper des Kalbes und leitet auch dessen Ausscheidungen ab. Plazentatiere bleiben viel länger im Mutterleib als andere Säugetiere. Babyblauwale sind fast ein ganzes Jahr in ihrer Mutter. Die Plazenta hält das Walkalb bis zur Geburt am Leben. Dann reißt die Nabelschnur ab und das Neugeborene fängt an zu atmen. Sein Kreislauf und das Ausscheidungssystem beginnen zu arbeiten. Mit einer Länge von 7 Metern kann das neugeborene Walkalb bereits schwimmen. In den nächsten 6 Monaten trinkt es jeden Tag 225 Liter der dickflüssigen, fettreichen Milch seiner Mutter. In Australien finden wir eine zweite Unterklasse der Säugetiere, die Beuteltiere. Beuteltierbabys sind bei der Geburt so winzig und empfindlich, dass sie erst noch im Beutel der Mutter heranwachsen müssen. Der Beutelmarder ist eines der kleinsten Beuteltiere der Welt und wiegt bei der Geburt nur 18 Milligramm, was etwa dem Gewicht von 30 Zuckerkörnern entspricht. Das Känguru, ein anderes Beuteltier, bringt jeweils nur ein einzelnes gummibärchengroßes Baby zur Welt. Das Baby krabbelt durch die Mitte der 3 Vaginen der Mutter und klettert dann nach oben in den Beutel, wo es die nächsten 6 bis 11 Monate mit dem Säugen verbringt. Auch nach Verlassen des warmen Beutels kommt das Babykänguru noch zurück, um Milch zu saugen. Manchmal ist es sogar eines von 3 Babys, um das sich die Mutter auf einmal kümmert. Eine Kängurumutter kann oft gleichzeitig ein Baby in ihrer Gebärmutter tragen und ein weiteres in ihrem Beutel. Unter ungünstigen Bedingungen kann eine Kängurumutter ihre Schwangerschaft unterbrechen. Wenn das passiert, bildet sie 2 verschiedene Arten von Milch. Eine für das Neugeborene und eine für das ältere Junge. Das Wort Mammalia bedeutet eigentlich von der Brust. Aber das stimmt nicht immer, denn Kängurus geben zwar Milch aus Nippeln in ihren Beuteln, aber sie haben keine Brüste. Das gleiche gilt für Kloakentiere, unser drittes und wohl wunderlichstes Beispiel fürs Gebären bei Säugetieren. Es gab einmal hunderte verschiedene Kloakentierarten, doch heute sind nur noch 5 übrig. 4 Arten der Ameisenigel und das Schnabeltier. Ihr wissenschaftlicher Name Monotremata oder Einloch meint die Nutzung nur einer Körperöffnung zur Fortpflanzung, zur Ausscheidung und zum Eierlegen. Wie Vögel, Reptilien, Fische, Dinosaurier und andere Tiere legen auch Kloakentiere Eier, anstatt lebende Junge zu gebären. Diese haben eine weiche Schale und wenn die Babys schlüpfen, saugen sie Milch aus speziellen Hautporen der Mutter, bis sie groß genug sind, um sich selbst zu ernähren. Trotz des Eierlegens und anderer Merkmale, die wir mit Nichtsäugetieren assoziieren, wie die Schwimmfüße, den Schnabel und den giftigen Hornstachel am Fersenbein der Schnabeltiermännchen, sind es dennoch Säugetiere. Sie teilen nämlich die definierenden Merkmale der Säugetiere und sind evolutionär mit dem Rest der Klasse verbunden. Ob nun Plazenta, Beutel oder Kloakentier, diese Arten und ihre einzigartigen und sonderbaren Gebärweisen haben über viele Jahrtausende erfolgreich neues Leben und Vielfalt ins Säugetierreich gebracht. Es gibt nicht nur unglaublich viele unterschiedliche Arten, wie Tiere gebären, sondern auch deren Lebensdauer variiert stark. Würmer leben nur ein paar Wochen, während Grönlandwale über 200 Jahre lang durch die Meere schwimmen können. Warum ist das so? Das erfährst du in diesem Video.